1, 2, 3, so steht das Football-Ei. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich habe mein neues Licht geholt, beziehungsweise eine App-steuerbare Lampe, so eine kleine Nachttischlampe oder einfach so eine kleine Lampe, was man einfach so mitnehmen kann, sei es jetzt im Freien oder irgendwo anders. Ja, und zwar die Lampe ist von EcoColor, irgendeine neue Marke am Markt. Und warum ich die eigentlich so begeistert hat, ist, die schaut ein bisschen aus wie so ein kleiner Football. Und ist natürlich auch wasserdicht, das heißt, ich könnte sie sogar ins Pool mitnehmen und natürlich auch App-steuerbar mit diversesten Farben, mit diversesten anderen Sachen. Die schauen wir uns jetzt zusammen an, werden es natürlich unboxen und natürlich auch gleich testen. So, hier haben wir jetzt die Lampe. So schaut sie aus. Das ist halt der besagte Football. Schaut eigentlich recht cool aus, muss ich sagen. So eine Art Campinglaterne. In Amazon wird sie sogar als Babylampe betitelt. Schauen wir mal, hier haben wir App Control, hier haben wir diverse Szenen und Music Mode, sonst steht hier eigentlich nichts. Ja, dimmen kann man das Ganze, Warm- und Kaltlicht und 16 Millionen Farben. Hier gibt es natürlich dann wieder eine App dazu für Android oder iOS, wo man das runterladen kann. Hier noch ein paar Produktdetails, was eigentlich nicht sehr berauschend sind. Das Ganze hat natürlich wieder einen eingebauten Akku. Ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf. Was mir auffällt, irgendwie ist die Verpackung nicht ordnungsgemäß, weil hier drückt es das irgendwie so raus. Hier ist so ein kleiner Wubbel drin. Ich glaube, an der Verpackung müssen sie noch ein bisschen arbeiten. Machen wir das Ganze mal auf und holen wir es raus. Verpackung leer. Hier ist eigentlich schon das erste Tool. Es ist eigentlich nur die Lampe. Dann haben wir hier so einen Ring. Das muss ich mir noch genauer anschauen. Und ein Ladekabel und eine kleine Beschreibung. So, hier haben wir jetzt die Lampe und ich habe da gleich dieses Ding hineingegeben. Das ist jetzt nicht nur hier so zum Tragen oder so ein Halte-Ding, sondern jetzt kommt das Ultimative. Ich könnte das jetzt hier hinstellen. 1, 2, 3. So steht das Football-Ei. Hier, wie gesagt, wird man anhängen. Dann ist hier so eine kleine Öffnung für zum Aufladen. Da sind wir wieder beim Micro-USB. Ja, ein bisschen vom Zeitalter hinten nach. Dürfte der Reset-Button sein. Und hier schaltet man das Ganze dann ein. Kurz draufklicken und es ist eingeschalten. Und hier wäre schon mal das erste Licht. Wir werden mal kurz umschalten. Weißes Licht. Wieder so ein gedimmtes Licht. Oh, jetzt haben wir Farben. Jetzt ist interessant. Das finde ich mal richtig cool. So, und hier geht halt das Farbspiel richtig weiter. Also keine Grenzen sind hier gesetzt. Finde ich eigentlich recht schön, wie sich da immer die Farben verändern. Was hier eigentlich alles möglich ist. Aber man kann ja nicht nur durchs Drücken oder durchs lang draufbleiben im Ein- und Ausschalten. Nein, man könnte jetzt auch mit einer App das Ganze steuern. Und so schaut die App aus. Ist eigentlich nicht aufregend. Das heißt, wir könnten jetzt hier das Ganze ausschalten und natürlich auch wieder einschalten. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen mehr haben. Hier könnte man jetzt wirklich halt dann auch Farben bestimmen. Mit diesen besagten 16 Millionen Farben. Man könnte Szenen machen, wie ihr hier seht. Also das wäre jetzt ein Lagerfeuer oder das wäre so ein Candlelight, Romantik wäre natürlich auch noch schön. Aber ich würde sagen, so dieses Lagerfeuer oder Kaminfeuer, das ist auch ein recht schönes Licht. Ja, was haben wir hier? Hier können wir das Ganze noch mit der Musik steuern, das halt mit der Stimme dann immer aufflackert und auch die Farben ändert. Ja, richtig coole Sache. Man könnte auch jetzt hier sogar noch einen Timer stellen, wenn es sich ein- und ausschaltet. Die ganzen Farben anpassen. Also recht gute Möglichkeiten von diesem Echo-Licht. Und das ist jetzt dieses Echo-Licht gewesen. Da mal wieder eine andere Farbe. Ich finde, das ist ja überhaupt das Schönste, wenn es hier so richtig schön durchrasselt, die Farben. Ja, EcoColor, so schaut es aus. Dieser kleine Football, gar nicht mal so groß, also der passt eigentlich so richtig gut in die Hand. Und Akkulaufzeit ist halt jetzt gerade mal ausreichend, würde ich sagen, aber ja, geht natürlich auch besser. Aber im Großen und Ganzen ein richtig cooles Licht, vor allem im Freien, im Sommer kann man das ruhig hinstellen, ein bisschen Beleuchtung machen oder halt bei einem Fernsehabend einfach mal gemütlich am Couchtisch stellen, dass eine kleine indirekte Beleuchtung ist, wenn man es nicht hat, oder halt hinter den Fernseher geben, also gar nicht mal so schlecht.
Und natürlich ist das Ganze auch ein bisschen robust, das Ganze. Das heißt, es ist nicht gleich defekt oder kaputt, wenn es runterfällt. Oder halt beziehungsweise halt auch wasserdicht. Ja, was kostet das Ganze? Unverbindliche Preisempfehlung sind wir so bei 36 Euro. Mit diversen Gutscheincodes oder Aktionstagen kommen wir so um die 30 Euro. Auf jeden Fall den Link für euch unten in der Videobeschreibung, wo ihr das kaufen könnt. Ich werde das jetzt einmal ein bisschen testen und schauen, wie überhaupt die Akkulaufzeit ist. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es gibt nur einen kleinen Kritikpunkt. Und vielleicht habt ihr das gehört, wie es jetzt eingeschaltet war. Es hat so ein kleines Fiepen drinnen, also immer so ein kleines Surren. Entweder ist das irgendwie eine Spule oder ist das ein Defekt oder so. Müsste ich vielleicht einmal nachfragen beim Hersteller, warum das so ist. Ja, was sagt ihr zu solchen kleinen, feinen Nachtlichtern oder einfach Stimmungslichtern, die was man bei App steuern kann, die was wasserdicht sind, die was überall hin mitnehmen kann? Schreibt es was unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen, über ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.